Ronra zum Gruße, liebe Leute, und willkommen bei Satinavs Ketten. Während die Orks schön über meine Einleitung hinweg quatschen, quatsche ich schön gegen an. Konzentriert geht es weiter, denn wir wollen mit Nuri und Geron ja weiterkommen, also müssen wir uns was einfallen lassen. Und da sie die beiden ja belauscht hat, könnte ich mir vorstellen, dass uns was einfällt. Ich kombiniere mal stillschweigend. Hatte schon bessere... Ich weiß nicht. Natürlich nicht. Ach was. Das verbrenne ich nicht. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aha, okay. Blutrotes Wasser haben wir jetzt. So nicht. Was dann? Ich muss das Ziel... Natürlich. Mein Kopf... Der gebe ein schönes Brot ein Grablicht. Ich glaube nicht. Der ist schon Der hat keinen... Mein Kopf ist... Nichts mehr drin. Kein Wunder, dass das Pony so mager ist. Die Schädeldecke ist gespalten. Kann man da was reintun? Dieser Zwerg muss sie mit ranzigen... Aber wenigstens werden wir... Sicher 100 Jahre. Endlich muss ich... Der kleinste und teuerste Wassersch... Also er färbt das Wasser blutrot. Der Stein ist von vielen roten Adern durchzogen. Aber ganz trocken. Was könnte ich denn dann mal machen? Ein Haufen Unrat. Hier muss doch noch... Ach, Holzbrett. Damit können wir doch bestimmt was bauen. Besser nicht. Nein. Können wir den irgendwie bearbeiten? Ach was. Nicht so. Nicht so, aber anders? Vielleicht. Nein. Das führt zu nichts. Doch. Das Brett ist zu massiv. Das brennt nicht so schnell. Keine Zeit. Nicht mal ein... Aber wir müssen mit dem Brett bestimmt was machen. Die Orks wissen zum Glück nicht, was man aus Holz alles machen kann. Das Pony zittert unter seiner verfetzten Mähne. Oh Mann, das arme Pony. Können wir das nicht irgendwie... Vielleicht finden wir ja noch mehr. Wir müssen irgendwie das Ding nachbauen, wovon Nuri gelauscht hatte. Die warten ja auf ein Zeichen. Wir müssen ein Zeichen bauen. Irgendwie. Nuri soll nochmal lauschen. Wir lassen Nuri nochmal lauschen. Vielleicht hört sie ja noch mehr. Nuri, sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Was? Lass uns nochmal bei den Orks lauschen. Gut. Scheint ja sehr lustig zu sein. Sie lachen über einen Menschenknochen? Wie widerwärtig. Nicht, dass sie den Feenforscher kochen. Nein, der Knochen ist ganz klein und winzig. Wer weiß, wie groß so ein Feenforscher überhaupt ist. Der große, laute Ork interessiert sich mehr für Ogre-Exkremente. Wunderbar. Habe mich schon immer gefragt, worüber sich Orks so unterhalten. Hilft uns das? Wir schenken ihnen Ogre-Exkremente? Und dafür lassen sie uns passieren? Wenn das Leben immer so einfach wäre. Ich glaube, das hat uns nicht mehr weitergeholfen. Ach, ich mach das. Alles wird... Alles wird gut, genau. Alles wunderbar. Sag mal. Sag mal, Rabe, kannst du nicht ein Zeichen setzen? Nee, kann der Rabe Ach, nicht. Nichts. Ja, dann nicht. Unnützer Rabe. Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort wurzeln. Einfach mal alles ausprobieren. Unwahrscheinlich. Ich schrecke das Pony nicht auf. Du sollst es damit auch nicht schlagen. Ich dachte eher an so ranstecken, damit wir so eine Figur, so eine Puppe nachbasteln. Das ist so ein bisschen das, was ich denke. Orkschild. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Na toll. Ah.
Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Der Felsen färbt ab. Kannst du das Brett damit einfärben? Das kann ich besser. Oder den Schädel? Das ist keine Hilfe. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Das hat das andere auch schon gemacht. Der kleinste und... Ja, toll. Nein! Der fällt... Die ganze Decke vielleicht? Das kann ich besser... Ich weiß nicht. Auch nicht. Das lasse ich lieber. Was kann man denn mit dem Holzbrett noch machen? Wir müssen auf jeden Schritt... Ja, oder ja, ja. Wenn ich da hingehe, was ist dann? Was sagt er dann? Ach, da kann ich sogar hingehen. Ach so. Na Mensch, ich kann hier sogar hin. Jo. Komme ich hier auch jemals wieder? Ach, alles klar. Jetzt kann ich mich umgucken. Ich wusste gar nicht, dass ich um die Ecke einfach gehen kann, ohne dass die anderen Orks mich bemerken. Also ich dachte jetzt, die bemerken mich, wenn ich hier lang gehe. Stinkt nach grässlichen Kräutern. Dieses stetige Getropfe macht einen ganz wahnsinnig. Aber das kenne ich ja aus meinem Zimmer in Andergast. Was haben wir hier noch? Wachhund? Wecke niemals einen schlafenden Hund. Erst recht nicht so einen. Da kletter ich nicht runter. Der fiese Rauch spricht für nichts Gutes. Ich könnte versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Aber das würde der Schamane sofort mitbekommen. Der Schamane darf natürlich nichts mitbekommen. Orkisches Kriegshorn. Der Trommler ist zwar beschäftigt, aber es ist sicherer, wenn er nicht da ist. Also muss ich den ablenken oder so? Weiß auch nicht. Ich kann da lang und ich kann dann geh mal da lang. Ach, wir können ja noch recht weit hier gehen eigentlich. Bei dem vereisten Boden springe ich da lieber nicht rüber. Sonst war es das nämlich mit hoch hinaus. Von hier komme ich nicht an das Wasser. Aber du hast ein Holzbrett. Perfekt, jetzt kann ich auch rübergehen. Eiskalt. Kann ich damit den Schlauch füllen? Frisches Bergquellwasser. Perfekt. Hoffentlich. Okay. Kannst du das jetzt färben? Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Ist es denn jetzt auch wirklich gefärbt? Der kleinste und teuer... Nö. Der kleinste... Frisches Berg... Hoffentlich. Oder sollen wir das Futterbeutel damit... Natürlich nicht. Nee. Nee, dann habe ich ja jetzt schon frisches Wasser. Der Baum ist zu weit oben. Ohne Hilfsmittel komme ich nicht ran. Das ist natürlich schlecht. Mit Seil vielleicht? Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ich bräuchte eine Art Wurfhaken, damit das Seil hält. Aha, wir machen ja hier Sachen. Natürlich. Wurfhaken. Bastel dir mal eben einen Wurfhaken mit dem Messer irgendwie. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Aber... Ich bin etwas... Ich brauche nicht... Vielleicht hätte ich es doch...
Das lasse ich. Das geht so. Das geht. Ob es nun brennt oder nicht, das wäre... Vielleicht. In einem Stück wäre es nützlich. Tja, ich habe aber nichts. Der Orkgötze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schamane auf ein Zeichen von... Ach so, hier sollen wir vielleicht dann ein Zeichen eher setzen. Das hilft wahrscheinlich dann dem Schaman und der Schaman sagt den anderen Orks Bescheid. Ich verstehe. Also müssen wir hier dann unser Zeichen setzen. Dann brauche ich aber irgendwas noch. Dann fehlt mir eigentlich noch was für den Wurfhaken. Irgendwas fehlt mir. Vielleicht das Kriegshorn als Wurfhaken? Keine Ahnung. Oh, Pfeifenkraut. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Was soll ich denn machen? Wenn er wach wird, ist... Unsinn. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht mal Nuri holen? Vielleicht kann die ja irgendwas regeln. Vielleicht... Ja. Reden wir mal mit Nuri. Oder mit dem Raben auch. Der Rabe könnte vielleicht auch das Pfeifenkraut holen. Nuri, sie streiten sich darum. Was? Nee, nicht noch mehr lauschen. Ach, ich mach alles. Dann vielleicht mit dem Raben. Sag mal. Keiner von beiden. Keiner von beiden kann helfen. Dann muss ich alles alleine machen. Na gut. War hier noch was? Ich wollte ganz sicher nie im... Und dann hat es nicht mal was... Tja, es ist nicht so einfach. Alles, was ich brauche, da komme ich irgendwie nicht ran. Hoffentlich wird er niemals Fleisch und Blut. Kann ja auch nichts kombinieren. Nein. Ich glaube, das kann ich. Mir fehlt keine Zeit. Ich bin... Vielleicht hätte... Geschnittenes Seil und auch mit dem Wasser bin ich irgendwie... Vielleicht will er Wasser? Wenn er wach wird, ist alles aus. Ja, aber irgendwie musst du ja mal was machen. Wie vielleicht mit Wasser? Das schwimmt bloß weg. Ach so. Na, das bringt's ja auch frisches mit. Bergquellwasser. Ja, das hat's gebracht. Hoffentlich. Können wir das rot färben? Ah! Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Das ist ja schon mal ein Zeichen. Vielleicht. Und, ja, weiß ich nicht, das jetzt irgendwie nehmen? Frisches Bergquellwasser. Hoffentlich. Was hat mir das jetzt gebracht, dass wir es rot gemacht haben? Können wir den Schädel jetzt rot färben? Ah. Und nun? Das Getropfe ist noch zu leise. Der Stein färbt. Das haben wir jetzt dann alles schon gemacht, aber er legt den Schädel da immerhin schon mal rein. Und nun? Das Getropfe ist noch zu leise. Es muss also lauter werden, oder was? Mein Kopf ist leer. Hä? Das schwimmt. Der gebe ein schönes Windlicht ab. Oder ein Graf. Ich weiß noch nicht, worauf er hier wirklich gerade hinaus ist, aber ich probiere einfach mal alles aus. Das kann ich besser. Ja, das kannst du besser. Wie denn? Nicht so. Ja. Ach was. Ja, keine Ahnung, was du hier machst. Ich meine, du legst ja auch den Schädel da jetzt rein. Das vielleicht kaputt machen? Der ist schon gespalten. Oder... Meine Kraft wirkt nur auf... Wenn überhaupt... Zeit für... Was kann man denn kaputt machen? Irgendwann werde ich auch das... Oder das Orkhorn? Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Schade. Was kann ich denn dann kaputt machen? Bei ihm irgendwas? Oder seine Trommeln?
Nee, das geht nicht. Zerbricht nicht. Nee, ist menschlich oder so. In der, sowas in der Art. Das geht aber nicht. Also ich kann den... Das tropft noch zu leise. Hä? Frisches Bergquellwasser. Hoffentlich. Der Orggötze Schwaber. Offen. Können wir ihn denn nicht schon mal... Ich weiß nicht. Wozu? Weiß nicht. Zum Runterklettern ist mein Seil zu kurz. Sollst ja auch gerade nicht runterklettern. Ich weiß nicht. Das geht so nicht. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aber dieses vereinzelte Rinnsal wird man von weitem kaum erkennen. Aber das da hinten besser oder was? Hä? Lücke im Kiefer. Bäh, alles voller Asseln. Aha. Das Maul muss dringend ausgewaschen werden. Asseln? Kann ich die hier in den Futterbeutel nehmen? Hm? Nein. Wasserschlauch? Viel sauberer ist das Maul jetzt auch nicht. Viel sauberer ist das... Sie ist kreisrund. Wie eine Öse oder sowas. Was bringt mir diese Lücke denn? Besser nicht. Sie ist kreis... Wird doch nichts. Kann ich hier irgendwie Feuer machen oder so? Ich gucke nicht ohne Grund. Ja, dann nicht. Ich probiere ja nur rum. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Unwahrscheinlich. Eine Lücke im Kiefer. Was macht man denn mit einer Lücke im Kiefer? Hä? Der Baum ist so ohne Hilfsmittel. Das lässt sich nicht... Kann ich den kaputt hauen? Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Und hier? Die Lücke im Kiefer vielleicht? Das übersteigt meine Kräfte. Schade. Das ist zu stab... Der Orggötz aber... Der kleinste und teuerste... Das war auch alles voller Asseln und die Asseln sind jetzt gar nicht mehr da. Nichts mehr Dreck, kein Wunder. Dieser Zwerg muss ihm aber wen... Geht nicht. Ach was. Unsinn. Tja, die Decke einfach mal auf alles ausprobiert. Langsam gehen mir die Ideen aus. Vor allem eine Lücke im Kiefer auch noch. Ich weiß auch nicht. Und dann auch noch unser Schädel hier. Kann ich hier, Ja, jetzt habe ich den Schädel zwar bei mir. Die Schädeldecke ist gespalten. Kann ich den Schädel vielleicht in den Kieferschädel tun? In die Lücke? Im Kiefer? Keine Ahnung. Nicht so. Nicht so. Geht nicht. Windling würde sich die Haare raufen. Ich bin etwas... Ja, ich bin auch ideenlos. Das führt zu... Ich weiß auch nicht. Dann dieser doofe, verrottete Baum. Der vielleicht so, weiß ich nicht, als Verlängerung dient hier oder so, so eine Art Sprechrohr. Brauchen wir dafür den Ast oder so? Damit wir dann so da durchrufen können oder so ein Blödsinn. Ich weiß auch nicht, aber er wollte sich da ja irgendwie hinabseilen lassen. Also von daher... Vielleicht hätte ich es doch... Jetzt hast du es aber zerschnitten. Kann ich damit vielleicht den Hund mit den zerschnittenen Seilen? Wenn er wach wird, ist alles aus. Macht er ja auch nicht. Wenn er wach... Also, dass die Pfütze schon mal rot und ist... Nun?
Das Getropfe ist noch zu leise. Das kapiere ich ja auch nicht, ne? Dass das Getropfe zu leise ist. Der Felsen... Es ist nicht leicht gerade irgendwie. Ich bin ein bisschen irritiert, was ich hier machen kann. Mit dem Ork-Pony lässt sich da noch was machen. Kann ich dem Ork-Pony die Decke geben? Ich muss dringend mal wieder schlafen. Kann ich vielleicht irgendwie hier Feuer machen oder so? Ich will mich nicht ver... Oder das Gerümpel anzünden. Das ist keine Fackel. Ja, aber irgendwas muss man ja mal machen. Der Stein ist aber schön rot. Schenkst du mir den? Nein, ich will wissen, was du dazu sagst. Ach so. Also, der Stein ist aber schön rot. Was ist mit dem Futterbeutel? Kann sie da was machen? Den setze ich mir nicht auf. Moment, könnte sie den Schädel nicht reparieren? Machen wir mal dieses Reparieren auf Schädel. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft. Moment, dann können wir den ja jetzt hier hinsetzen. Und dann ist es laut, das Tropfen. Wollen wir doch mal sehen. Mhm. Das ist schon mal gut. Wir haben immer noch eine Sequenz, ich kann nichts machen. Ja, kommt Leute, jetzt ist gut. Ja, wir haben es kapiert. Ja. Schön, es ist laut und er ist weg. Ich nehme mir sein orkisches Kriegshorn und freue mich einen Keks. Mist, der Knoten ist zu fest. Das kriegen wir ja wohl mit unserem Messer hin, oder? So geht's. Perfekt. Ich habe das orkische Kriegshorn und würde sagen, ja, wie es weitergeht, spannend weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Satinavs Ketten. Bis dann!